Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer kleinen, ja, nennen wir es Info- und Erklärungsvideo, und zwar zum G-Portal-Server, zu den ARK-Servern, wie, was, wo, warum. Heute geht es mal um die Hauptfragen wegen Cluster-Server, wie geht das, weil die Frage bekomme ich einfach so oft und deshalb dachte ich mir, bringe heute mal sowas, weil es einfach für viele, viele sicher nützlich sein könnte. Also willkommen auf dem Startmonitor von meinem Aberration Server. Und jetzt schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall mal in die Basiseinstellungen reingehen, um weiterzumachen. Bei den Basiseinstellungen findet ihr, wie viel Slotanzahl der Server hat. Und hier ist die Cluster-ID. Diese Cluster-ID könnt ihr die Nummer nehmen, was standardmäßig drin sind, oder ihr schreibt einfach Hans Wurst rein oder egal was. Auf jeden Fall der zweite Server, der mit dem parallel laufen sollte, muss auch dann Hans Wurst drinnen haben. Sprich, die Cluster-ID muss dasselbe sein. Also ihr könnt jetzt da, egal, schreibt mir das G-Portal rein, dann muss beim nächsten Server, den ihr clustern wollt, auch G-Portal drinstehen. Einfach rauslöschen, G-Portal reinschreiben zum Beispiel. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oder ihr kopiert einfach die Nummer, löscht die auf einem anderen Server raus und haut dann die Nummer rein und dann läuft das. So, dann zu den nächsten Fragen. Wenn wir dann jetzt weiter nach unten schauen. Hier sehen wir noch, wie es bei mir bei dem Server eingestellt ist, bei der PS4. Natürlich Serverpasswort und Admin-Passwort habe ich rausgenommen. Wir schauen einfach mal jetzt die ganze Reihe runter von den Standardeinstellungen her. So, jetzt haben wir hier die Standardeinstellungen, die Standard, ja, wie es Standard ausschaut, so schaut es beim Aberration Server aus, der auf PvP ist. Und da seht ihr jetzt mal einen kleinen Überblick, wie alles eingestellt ist. Wobei, die Haupteinstellung ist bei der Game Engine. Zu der kommen wir auch noch gleich. Aber wem es eine Hilfe ist, kann jetzt hier mitlesen und kann seinen Server danach einstellen. Hier würde ich nicht so viel rumstellen, denn das sind die generierten Maps und da etwas umzustellen wäre ziemlich blöd. Hier seht ihr die Multipler-Einstellungen. Das ist alles bababab. Das meiste ist eh Standard. Für viele wichtig vielleicht das Baby, blablabla, ne? Könnt ihr ein bisschen mitlesen. So, und jetzt gehen wir aufs Wichtige. Wenn ihr eure Game Ini bearbeiten wollt, müsst ihr auf Konfigurationsdateien und dann könnt ihr hier die Datei wählen, und zwar Shooter Game Ini oder die Game User Settings Ini. Wir nehmen jetzt mal die Game Ini und laden die. Auch hier muss ich leider das Bild verfremden, da ich nicht alleine diese Game Ini zusammengeschrieben habe. Das haben zwei junge Herren für mich gemacht und wir haben sie nur auf mich ein bisschen abgeändert, aber ihr seht jetzt mal, wie lang diese Ini ist. Ich glaube, man erkennt es. Ich lasse euch vorhin einfach eine Spalte frei und ihr seht es. Also wenn jemand zu mir sagt, kannst du das und das umstellen, ich muss das immer aus dieser ganzen Ini raussuchen. Und wenn ihr schaut, wie lange die ist, dann wisst ihr auch, warum es manchmal länger dauert, bis gar nicht möglich ist, weil ich es einfach nicht finde. Weil einfach die Game Ini, ich scrolle die ganze Zeit runter, weil einfach die Game Ini so übelst lang ist und da hat man dann einfach keine Chance, was zu finden oder was mal auf die Schnelle umzustellen. Das sind die ganzen Crafting-Rezepte, die ihr jetzt hier seht, was wir verändert haben, um zum Beispiel Zündpulver einfach nur mit Feuerstein herzustellen, ob dass wir Benzin einfach nur mit Öl herstellen. Und jetzt kommen die ganzen Explorer, Experience-Dinger. Ja, Leute, es ist krass, ne? Jetzt Override, Player, Level, kommt das ganze Gedöns und jetzt nochmal die ganzen normalen Einstellungen, also die Game Ini hat es in sich. So, das war mal die. Jetzt schauen wir noch zur nächsten. Die Game User Setting. Das ist das zweite und das wurde auch komplett bearbeitet. Also ihr seht, das ist nicht mal so lang wie die erste, aber hat halt in sich. Und so schaut dann eine bearbeitete Game Ini aus. Und wie gesagt, das ist so, ja, ziemlich kompliziert und ziemlich eine krasse Sache. Aber, jo, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, in den ganzen Foren und so, dann könnt ihr das lernen. Und wenn man mal drin ist, geht es eigentlich, um etwas umzustellen. Das ist dann nicht so schwer. Aber
man muss sich damit auseinandersetzen, weil sonst wird es richtig tricky und wenn ihr euch da drin einen Bock schießt, dann könnte es ein bisschen kompliziert werden. Also, passt auf, was ihr macht, sind immerhin Servereinstellungen von dem Spiel. Da haben sich natürlich die Entwickler was dabei gedacht und deshalb, ja, pusht da lieber nicht zu viel rum, außer ihr habt echt einen Durchblick, dann funktioniert's. Okay, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari.